So, ihr Lieben, ich glaube, dass Sel, ja genau, Cornelia sagt im Vorherigen, die Welt steht Kopf, genau. Ja, ich hoffe, ihr könnt es jetzt sehen. Das hat nicht geklappt in der vorbereiteten Ankündigung. Vielen Dank. Weil Facebook hat eine ganz neue Live-Funktion, die ich hier testen darf. Und da kann man die Zeit programmieren und dann live gehen. Und dann hat er hier ständig Fehlermeldungen gemacht mit der Kamera und hat mich nicht machen lassen. Ja, genau. Aber das macht nichts. Jetzt bin ich hier. Vorhin hat es auch mit dem Handy nicht geklappt, warum auch immer. Aber wir schaffen das schon, ja. Wer ist denn inzwischen da? Sag doch mal ein kurzes Hallo. Hallo und guten Abend. Wer ist da und woher schaust du zu? Also ich weiß, wahrscheinlich bist du zu Hause. Und das wäre klasse, wenn jetzt einige noch zuschalten, auch wenn ich 9 Minuten später bin als angekündigt, ja. Genau, so. Hallihallo, herzlich willkommen. Sag doch mal, woher du kommst. Hi, hi, mein fleißiger Freund und Helfer, der Arnold, mein größter Fan, vielen Dank. Sag doch mal Hallo kurz in den Kommentar hinein hier unten und dann können wir loslegen. Ja, genau. Wir haben einiges an Verzögerung. Und ich habe auch versucht, das zu teilen. Also die Ankündigung habe ich schon geteilt. Das hätte jetzt richtig, richtig Spezialspaß gemacht, sage ich mal, wenn das überall gestreamt hätte. Aber so musste es wohl jetzt nicht sein. Jetzt werden wir schauen, wie das funktioniert, wenn ich hier diesen Stream einfach teile. Geht ganz bestimmt auch. Ja, so, also nochmals ganz herzlich willkommen heute Abend. Ich habe eine wunderbare Sache und zwar habe ich vorbereitet für dich, wie du halt in dieser Zeit gerade dich als Unternehmerin, ich sag mal, sortieren, kanalisieren, in der Schweiz würden wir sagen, büscheln kannst und deine Fähigkeiten gerade jetzt für deinen Avatar klar Schiff machen kannst. Und zwar geht es nicht darum, was jetzt ganz viele Business Coaches anbieten, im Sinne von lerne bei mir dein krisensicheres Special zu kreieren, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du jetzt eine andere Einladung annimmst. Ja? Wenn du gerade meine letzten Talks und Lives und Wochenenergien fleißig gehört hast, dann hast du, und bestimmt auch bei deiner Inneneinkehr hast du bemerkt, es geht hier um eine Art globale Bewusstseinswandel. Also für mich ist das sonnenklar. Es geht darum, dass wir noch mehr in die Demut kommen dürfen, dass wir noch mehr bei uns ankommen dürfen, dass wir noch klarer werden dürfen darüber, wo es bei einem geht. Ja, selbst bei mir, die, also ich behaupte mal seit Jahren, Jahrzehnten gar schon sehr bewusst, ich habe auch den Hashtag bewusst bei mir, seit Jahren bei mir. Ich bin bewusst unterwegs und auch ich darf diese Einladung immer wieder neu annehmen, jeden Tag jetzt noch tiefer, noch öffnender nach oben, um zu schauen, bin ich wirklich laserscharf da? Was ist es genau meine Botschaft oder ist meine Botschaft noch spitzer? Und darum geht's, ja. In den letzten Wochen habe ich ein bisschen eure Meinungen gesammelt, auch eure Bedürfnisse. Einige von euch waren ja auch mit dabei, wenn ich diese
ich sag mal, Umfragen gemacht habe. Ja, einige waren auch Umfragen. Und es hat sich einfach gezeigt, wie wichtig für euch einige Attribute sind. Und das sind vor allem die Energiearbeit oder auch das Schulen deiner feinstofflichen Fähigkeiten. Das heißt alles, was mit deinen Hellsinnen zu tun hat. Jetzt schaue ich mal schnell da oben. Ja, genau. Da habe ich ja mein Buch. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich siehst du es spiegelverkehrt. Die Sprachen deiner Seele. Das Workbook, das habe ich. Wann war das? Ich glaube, vor 5 Jahren veröffentlicht. Und da geht es wirklich darum, dass du auch Übungen machen kannst, gezielt um herauszufinden, welche Hellsinne sind bei dir aktiv oder wenn du einige schon kennst, welche Hellsinne möchten jetzt noch verschärfter wie genutzt werden. Aber vor allem auch, wenn es darum geht, herauszufinden, was hast du für mediale Fähigkeiten, was meine ich damit? Ja? Ich habe zum Beispiel vor über 10 Jahren schon eine Kundin gehabt, das war ganz magisch. Die hat durch das Training bei mir herausgefunden, dass sie zum Beispiel in wichtigen Situationen einige Sekunden bevor es eintrifft, das als inneres Bild kriegt. Ja, als wir das geübt haben, ich erinnere mich noch an eine Situation, die sie erzählt hat. Da war sie mit ihrem Partner in der Pizzeria und erzählt ihm, wie am Nachmittag ihre Schwester auf sie wütend gewesen sei. Und in dem Augenblick kriegt sie das innere Bild, wie ihre Schwester um die Ecke bei der Pizzeria spaziert und ins Restaurant reinkommt. Ja, und ein paar Minuten später war es so. Die wussten nicht voneinander, dass sie im selben Restaurant sind. Und sie wusste es auch nicht, dass ihre Schwester kommt. Aber war somit ein bisschen vorbereitet, weil sie immer noch von diesem Streit so aufgewühlt war. Also da ist ein Beispiel, deine Seele oder ich sag mal du, ja, du stückst dich aus mit Fähigkeiten, ich sage denen feinstofflichen Fähigkeiten und das ist jetzt wirklich sehr individuell. Jeder hat andere. Ja? Ein anderes Beispiel ist von einer Lady, die ich kennengelernt habe, habe ich die begrüßt, sie wurde mir vorgestellt und wie es in der Schweiz so üblich ist, Handshaking, hat sie gesagt, nein, ich gebe dir nicht die Hand und ich war ein bisschen irritiert, das ist auch schon 15 Jahre her. Und sagt sie, ich mache das aus Prinzip nicht mehr. Später, als sie mich kennengelernt hat und realisiert hat, dass ich mediale Fähigkeiten habe, hat sie mir erzählt, immer wenn ich jemandem die Hand gebe, gehe ich das Risiko ein, Bilder zu seinem Todesfall zu kriegen, also wie dieser Mensch sterben wird. Es ist nicht immer so, aber zu oft, ja, und sie kann mit dieser Botschaft jetzt nicht viel anfangen. Das Beispiel vorher, was wir erwähnt haben mit dem Restaurant, das hat Sinn gemacht. Da hat meine damalige Kundin sich vorbereiten können auf eine kritische Situation, hat sich beruhigen können und war dann ein bisschen gefasster oder nicht überrascht. Ja? Und wenn sie es clever gemacht hat, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie sie es gemacht hat, dann hat sie das auch als Versöhnung dann genutzt. Jetzt beim zweiten Beispiel, wo die Lady die Hand gibt und Informationen zur Art und Weise, wie dieser Mensch sterben wird, kriegt, das weiß ich bis heute nicht, was da für ein Sinn ist dahinter. Aber es sind zwei wunderbare Beispiele, wie du Fähigkeiten hast, die du vielleicht nicht verstehst oder die jetzt erwachen oder die du schon lange hast und dir nicht bewusst sind. Ein Beispiel von mir, also ich habe mehrere solche Fähigkeiten, aber eines ist zum Beispiel, ich höre in meinem inneren Ohr, wenn jemand über mich lästert und ich muss es wissen. Also das hat vor vielen Jahren angefangen, etwa vor 12 Jahren, ja, oder 14 Jahren, habe ich auf einmal im inneren Ohr Gespräche gehabt und das war ein Zwiegespräch, eines Menschen. Ein Gespräch, was er mit sich selber gehabt hat, im Sinne von,
dass er das dann der Chantal sagt. Es waren keine netten Sachen, was dieser Mensch, diese Frau vorbereitet hat für mich. Und ich habe das zum ersten Mal so klar gehört. Ja. Du musst dir vorstellen, das ist wirklich wie wenn du es hörst, dass wenn jemand neben dir steht. Und ich bin total erschrocken. Aber weil ich damals schon damit bewusst gearbeitet habe, ich war auch schon ausgebildet als Medium, habe ich mir da Hilfe zur Reflexion geholt und wir haben schnell herausgefunden, was es ist. Prompt war es einige Tage dann so, dass ich diese Situation hatte und ich war nicht unvorbereitet. Ich war weder schockiert noch sonst was, sondern ich konnte mit Gelassenheit diese Situation auffangen. Ja. Also das ist bei mir jetzt so, aber es ist nicht so, dass ich alle Gespräche, wo es über mich geht, mitkriege, gar nicht, sondern ich habe festgestellt, dass es darum geht, dass ich, wenn es zu meinem Seelenweg gehört, dass es wichtig ist, dass ich das weiß, wenn es mich supporten soll, dann werde ich mit diesem Wissen bedient. Und es ist nur eines, ja, was ich habe. Ich habe auch ein anderes, das zeigt sich über Hellwissen, also wenn du dich mit Hellsinnen schon befasst hast, weißt du, dass die Hellsinne kongruent zu den körperlichen Sinnen sind. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, geh auf meinen YouTube-Kanal, da habe ich vor Jahren mal alle erklärt. Und eben in diesem Buch findest du Anleitungen. Es ist aber keine Werbung fürs Buch. Aber was ich auch zum Beispiel habe, ist, dass ich manchmal Dinge einfach weiß. Ja, das haben einige. Hier zum Beispiel Claudia sieht auch zu, Michelle sieht zu, der Arnold, genau, die Cornelia sieht zu. Hallo, so schön, dass ihr da seid. Also ich weiß zum Beispiel bei Claudia, weil sie bei mir Mastermindin ist, dass sie diese Fähigkeit auch hat. Stimmt's? Ja, manchmal weißt du einfach Dinge und die sind kristallklar und dann fragt man sich, also ich habe das so, frage ich mich. Also inzwischen nicht mehr eigentlich, aber die ersten Jahre, wo das passiert ist, habe ich mich immer gefragt, woher weiß ich jetzt das? Ich habe es weder gelernt in einer Schule, noch in einer Ausbildung, noch in einem Webinar, noch sonst irgendwie nirgends gelesen. Woher kommt diese Information? Ja. Und bis eine Ausbildnerin von mir gesagt hat, hast du schon mal dein geistiges Team gefragt? Was total normal ist, ja, dass man am Anfang nicht an solche Dinge denkt. Ja, also wie gesagt, das ist eine weitere Fähigkeit von mir. Ich habe viele, viele Beispiele. Aber ich habe bei deren Wünschen letzten Wochen festgestellt, dass auch einige von euch jetzt gerade durch die Krise, durch die Einladung, mehr zu sich zu kommen, spüren, dass da in sich was abgeht, spüren, dass in sich was geboren werden möchte und man es fast nicht halten will, es oder festmachen kann, ja, weil du spürst, dass es nicht unbedingt mit dem zu tun hat, was du schon verkaufst, dass es auch nicht wirklich darum geht, dass du dich umpositionierst oder so, sondern dass es darum geht, wie du mit einem erweiterten Bewusstsein über deine Hellsinne, über deine spirituellen Fähigkeiten einfach dich, dein Umfeld und auch deine Kunden ganz anders abholen kannst, ja. Und wenn du sowas auch in dir spürst, die letzten Tage, gib doch mal ein paar Herzchen, dass du merkst, da ist was, du weißt nicht genau was, oder dass du merkst, da ist was, du hast schon herausgefunden was. Poste doch das mal unten rein. Claudia hat schon Herzen geschickt, vielen, vielen Dank. Also wenn ihr spürt, sowas ist bei mir auch abgegangen oder geht jetzt ab, das wäre klasse, gebt mir doch mal Feedback. Ja. Und was ihr auch als Wunsch gehabt habt, dass ihr gerne eine Inspiration fürs nächste Level haben möchtet. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn das bei dir war, was ich soeben geschildert habe, dann könnte das die Einladung deiner Seele sein, aufs nächste Level zu gehen. Und zwar in deiner eigenen Entwicklung, ja, in deinem eigenen Sein, einfach auch in deiner Einzigartigkeit, wie du dich ausdrückst, wie du lebst, dass du deine eigene Energie vergrößern kannst. Aber Next Level könnte auch einfach sein, dass du dermaßen klare Botschaft hast oder dass du
lernst, deine hohe Energie jeden Tag automatisch zu haben, ohne dass du bewusst dich kümmern musst, ja, oder dass du lernst, deine Schwingung zu erhöhen und auch erkennst, wow, wie cool, das hat Auswirkungen auch auf mein Geschäft, du bist ja dein Geschäft, ja. Also ich habe einfach festgestellt, also ich werde ja seit Jahren schon von der geistigen Welt über die neue Dimension, Next Dimension, also the New Dimension unterrichtet. Ich habe 2016 schon ein Programm gelauncht, erfolglos, da hatte noch niemand gehört dazu. Und ich merke jetzt einfach die letzten Wochen und Tage noch intensiver, das ist Thema, noch, das ist jetzt auch Thema. Ja, wenn du das auch spürst, bring doch mal Herzen. The New Dimension Business. Wenn du spürst, es geht auch darum, mein Geschäft auf eine neue Dimension zu bringen. Und das ist jetzt besonders intensiv unterstützt durch diese globale Bewusstsein, sage ich mal, durch dieses globale Rütteln. Also man kann wirklich sagen, überall auf der Welt wird jeder Einzelne, selbst die, die jetzt viel hart arbeiten müssen, weil sie zum Beispiel ja Pflegeangestellte, Ärzte etc., die ganz, ganz viel jetzt arbeiten müssen, selbst die werden aufs Krasseste auf sich selber zurückgeworfen. Ja? Oder die, die arbeiten müssen und merken, ich will auch zu Hause sein, was soll denn das, ich bin eifersüchtig. Ja? Die kriegen hier die Einladung, einfach mal zu überlegen, hey, hallo, mache ich wirklich das Richtige, dass ich mich nicht freuen kann, arbeiten zu gehen? Und so weiter und so fort. Also du siehst, global kriegen wir diese Einladung für sich, jeder aus einem anderen Grund, zu überprüfen, was ist bei mir wirklich los? Was ist meine Wahrheit? Und für dich als Unternehmerin, als Selbstständige, auch zu schauen, was bedeutet das für mich, wenn ich die nächste Dimension gehe mit mir und dann auch mit dem Geschäft. Also als Selbstständige bist du das Geschäft und umgekehrt. Ja. Und das ist natürlich etwas, was jetzt massiv unterstützt wird. Also das ist so, das ist ein Kreislauf, ja, das ist so ineinander aufgehend, auf eine vollkommene Sache. Einerseits hat man ein bisschen Durst danach, sehnt sich danach, oder andererseits merkt man, dass das ansteht. Oder das, was ich am Anfang gesagt habe über deine spirituellen Fähigkeiten, deine Hellsinne, dass da eine Sehnsucht kommt, dass du herausfinden willst, was sind deine spirituellen Fähigkeiten, wie das Hellwissen, oder wie zeigt es sich bei dir, hast du Bilder, oder kommt es 5 Minuten, bevor es soweit ist, kommt es bei dir rein, oder wie genau funktioniert das, dass das ein Impuls sein kann, der dir sagt, ja, bei mir geht es um die neue Dimension. Ja. Und das, ich sage dem halt gerne magische Fähigkeiten. Magische Fähigkeiten kann auch sein, wenn du exzellent bei Mindset-Arbeit bist oder manifestieren oder was auch immer. Fakt ist, dass die nächsten Wochen, und das hat jetzt schon begonnen, einige meiner Kundinnen haben das schon brühwarm erlebt, mit Strahlen berichtet, manifestieren geht jetzt massiv schneller. Ja? Also nicht nur das Manifestieren von Dingen, die du konkret auch visualisierst und mit cleveren Vorgehensweisen daran arbeitest, sondern auch Heilen, Transformation. Ja? Also Arnold und ich haben gar kürzlich was sehr Beeindruckendes erlebt, wenn ich das berichten darf, Arnold. Wir hatten Knatsch untereinander und es hat mich tief, tief verletzt. Ja? Und weil wir aber wirklich gewohnt sind und uns committed haben, dass wir immer alles bereden und besprechen dürfen und der andere nicht eingeschnappt ist, sondern zuhört, habe ich das ihm dann gesagt. XYZ hat ABC in mir hervorgerufen. Und er hat zugehört, so wie wir es immer machen, und hat gesagt, das verstehe ich. In dem Moment ist es getan gewesen. Und das war eine Riesensache. Die tragen wir schon lang, lang, lang mit uns rum. Wo es zu anderen Zeiten, bis vorgestern, sage ich mal, immer und immer wieder eine Diskussion gebraucht hat oder auch Blockadenlösungsmethoden, die ich ja kenne. Ja? Jetzt kommt gerade die Sonne ganz intensiv. Und es ist aber innerhalb Sekunden getan gewesen, das Heilen und Drehen.
Also ich habe dann wirklich auch gerade gedreht. Wir haben gemeinsam gedreht. Und erkannt, ganz verblüfft, ich weiß, das war mit hier im Treppen, bei der Treppe hier, wo, es ist getan. Keine Minute später, es ist weg. Es ist wie heil. Und da haben wir darüber geredet und wir waren verblüfft, ja. Und ich habe dann die geistige Welt gefragt und man hat mir dann auch bestätigt, das wird jetzt immer noch intensiver. Das bestätigen auch meine anderen spirituellen Coaches, die ich gerade zurzeit auch mit ihnen in Verbindung pflege. Und das hat mich sehr beruhigt. Und das wirst du dann auch merken. Die nächsten Tage, Wochen, Monate laden dich dazu ein, dass du durch dieses Bewusstsein, dass du wirklich Heilung und Transformation, aber auch manifestieren zulässt und dass du erkennen darfst und annehmen darfst, es geht viel schneller. Also ist auch wichtig, dass du ready bist, ja. Ja, und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass du in einer Zeit wie jetzt als Leader in der neuen Zeit, vor allem wenn du merkst, du bist eine Leaderin, wenn du merkst, du liebst es mit deinem Tribe, mit deiner Community zu sein, wenn du merkst, dass die Leute dich mögen als Leaderin, dir das auch zutrauen, ist es ganz wichtig, dass du dein Leadership fein justierst. Ja? Das ist so wie, justieren ist so wie wenn du hier, ich nehme mal das Mikrofon, an einem Knopf drehst, ja, und ganz, ganz fein tunst, kalibrierst, wie du als Leaderin sein willst oder wie es dir für dein Leben, von deiner Seele, das bist ja du, vorgesehen ist. Also es wird sich jetzt auch zeigen, dass bei diesen tausenden, abertausenden Liedern dieser Welt, wo es jeder braucht, ja, durch dieses Feintuning noch mehr die Einzigartigkeit hervorkommt. Und das mag auch mit dem zu tun haben, dass man sich mehr bewusst wird als über seine einzigartigen, feinstofflichen, hellsinnlichen Fähigkeiten. Du wirst noch mehr leuchten für deine Kunden, du wirst noch mehr Stütze und Inspiration sein für sie, ja. Und du wirst vielleicht das nicht immer gerade merken, aber auf einmal verblüfft sein über die Feedbacks und Resultate. Ja, also ich habe euch da was vorbereitet für diese Sache. Ich habe mir was überlegt, ich habe euch das schon versprochen vor 2, 3 Wochen, ja, dass ich mir was überlege. Einige von euch haben den Stream gesehen und ich habe mir einfach gesagt, was ist, wenn es jetzt Zeit ist für deine persönliche Magie? Und was ist, wenn du deine persönliche Magie bis jetzt schon versprüht hast und es jetzt ums Uplevel geht? Was ist, wenn es jetzt überhaupt ums nächste Level geht? Es hört ja nie auf. Und gerade diese Zeit hier jetzt, ich bewusst auch dahin bringen darf. Was ist, wenn es jetzt Zeit ist für den Next oder den New Dimension Business für dich? Ja? Da habe ich ein kleines Angebot für dich geschnürt und zwar 8 Wochen mit mir zusammen. Und da schauen wir genau das an, was ich vorhin gesagt habe. Ja? Wir werden schauen, wie du, habe ich vergessen zu sagen, auch telepathische Fähigkeiten erwirbst, wie du bewusst das üben kannst. Wir werden deine feinstofflichen Sinne anschauen, welche deiner Sinne wie zusammenarbeiten, in welcher Kombi die unterwegs sind, wie sich das zeigt, ja, dass du nicht Angst haben musst, sondern die Indikatoren erkennst und das bewusst als Leaderin bewusst einsetzen kannst, ja. Wie du auch erkennen kannst, was ist deine Energie und was ist fremde Energie und was machst du damit, ist jetzt noch wichtiger, ja. Wie du auch die Quelle deiner persönlichen Impulse und Fähigkeiten erkennst. Zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob du sensitiv wahrnimmst oder medial. Medial sind Impulse der geistigen Welt und sensitiv sind die, die du von Mensch zu Mensch spürst. Ja, auch das, was du online spüren kannst. Und auch wie du durch regelmäßige Anwendung einfach eine so hohe Energie in dir verankerst, dass sie immer da ist, ja, ohne den Boden zu verlieren, ja, eben verankert und verwurzelt bist. Ich habe gerade kürzlich von der geistigen Welt als Info wieder reingekriegt, wie wichtig es ist jetzt für diese
Leaderinnen, die auch mediale Fähigkeiten haben, die Verbindung, also Medium heißt ja das, die Verbindung von der Erde, verwurzelt von der Erde zur geistigen Welt zu machen, wird erst jetzt oder wird erst recht jetzt wichtig, ja. Ich weiß, ganz viele von uns sind schon viele, viele Jahre so unterwegs und seit Jahrzehnten auch wird darüber geredet und Bücher geschrieben, zum Beispiel von Drunwalo Melchizedek, Die Blume des Lebens, das Symbol kennen die meisten, ja, ich habe jetzt gerade keines da, hängt oben, oder auch von Joseph Mercy, Die Kraft der positiven Gedanken und so weiter und so fort, 60er Jahre, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und für viele war das New Age oder crazy oder sektiererisch oder was auch immer. Diese Zeiten sind jetzt vorbei. Ja. Und das magst du bei dir auch merken. Entweder weil du selber als Medium unterwegs bist oder medial arbeitest, im Stillen oder wie auch immer, oder weil du spürst, da ist was dahinter, du möchtest mehr wissen darüber. In diesem zweimonatigen Programm schauen wir auch an, was in dir im gesunden, natürlichen Zusammenhang mit weiblich-männlich, männlich-weiblich-männlich umgesetzt werden möchte. Ja, das Yin-Yang-Prinzip, aber eigentlich ist es Yin-Yang-Yin-Prinzip, damit du auf natürlichste Art ein Kanal sein kannst und wunderbar die Energien lenkst. Ja. Und wir schauen aber auch an, wie du damit umgehst, wenn du mal einfach nicht fit bist. Also es ist ganz wichtig, dass du anerkennen darfst, du bist zwar vollkommen, du bist ein vollkommenes Wesen und du kommst nicht hierher, um Erfahrungen zu sammeln, sondern du kommst hierher, um zu erfahren. Du kommst nicht hierher, um dich zu entwickeln, du kommst hierher, um zu erfahren. Ja? Das heißt, du bist schon komplett als Seele, kommst du hierher und bist komplett und vollkommen, aber du willst einfach Spaß, du willst Dinge erfahren. Und da geht es halt auch darum, dass wir uns als unperfekt annehmen und das ist dann perfekt. Oder dass wir auch erkennen, was tue ich, wenn ich gerade merke, ich bin wirklich nicht perfekt unterwegs, ich bin wirklich gerade irgendwie durch den Wind und will nicht aus Versehen Energien lenken, die ich nachher nicht mehr zurücknehmen kann. Was kannst du da für dich tun? Ja? Das werden wir natürlich auch anschauen und auf ganz liebevolle Weise dafür sorgen, dass du so eine Art Erste-Hilfe-Maßnahme machen kannst und das dann schmunzelnd einfach tust. Ja? Und was ich auch bei mir beobachtet habe die letzten Monate und in diesen Tagen erst recht, es hat immer einen größeren Sinn, wenn sowas passiert. Das ist immer ganz crazy, da hast du noch einen größeren Wert, den du für deine Kunden dann zur Verfügung stellen kannst. Genau, was habe ich noch nicht gesagt? Telepathische Sachen werden wir anschauen. Das wird für mich, bin ich ganz sicher, das wird wiederkommen. Das ist nicht mehr so sehr in den Sternen wie auch schon. Wir haben das alle auch schon gekonnt. Wir können es immer noch, es ist einfach unbewusst. Und was wäre, wenn wir diese Tools, diese Kommunikationsfähigkeit lernen, bewusst anzuwenden? Ja, das wird ganz lustig. Und das Allerwichtigste ist aber, wie du einfach einen Vertrauensstream aktivierst, hat mit dieser hohen Schwingung zu tun. Ein Vertrauensstream, der dir erlaubt, egal was gerade um dich herum zu passieren scheint, egal wie dein Kopf jetzt meint, dir zu sagen, das sei die Wahrheit, dass du einfach so angeschlossen bist an deine Seele, an das Vertrauen, es ist alles gut, mal schauen, was jetzt passiert, dass wir das natürlich üben und es dich massiv entspannt. Ja, viel, viel lockerer, entspannter macht. Ja, das Programm ist dauert 2 Monate. Wir starten am Sonntag, am 5. April. Ja, da hole ich alle in die Gruppe rein, die bezahlt haben bis dahin. Und ich schmeiße dir nachher gleich den Link unter das Video. Oder warte, ich kann das jetzt, glaube ich, schon tun. Und wichtig ist einfach, dass du weißt, das ist nur für dich, wenn du wirklich, wirklich interessiert bist an Spiritualität, wenn du wirklich, wirklich interessiert bist an deinen spirituellen Fähigkeiten, wenn du merkst, ja, ich will daran arbeiten, ich habe den Ruf gespürt, da hat es was mit mir zu tun. Es geht darum, dass ich die nächsten Wochen, Monate auch dafür einsetzen darf, so klar bewusst bei mir anzukommen, dass ich einfach
mich ganzheitlicher, bewusster, mich selber innerlich führen kann und dann aber auch meine Kunden, meinen Tribe, meine Community, meine zukünftigen Kunden etc. pp. Ganz anders führen werde. Das ist wieder die Schwingung. Ja. 8 Wochen. Wir haben jede Woche einen New Dimension Call. Wir haben einmal in der Woche eine New Dimension Aktivierung. Das ist eine kleine Überraschung, wie das gehen wird. Und eine gemeinsame Gruppe von Gleichgesinnten. Du kriegst von allem natürlich Replays, ganz klar. Und ich habe einige Boni bereit. Ja? Also falls du heute oder morgen oder bis Mittwoch zum 1. April buchst, kriegst du das Workbook hier zum Ausdrucken. Das ist ganz hübsch, also ich habe heute noch Freude. Es hat ganz viele Übungen da drin. 10 Übungen, meine wichtigsten 10 Übungen. Das ist so süß, ja, mit Verschnörkelungen und so gemacht. Und das kannst du so dann ausdrucken, kriegst du von mir. A4 ausdruckbar kannst du reinschreiben. Und du kriegst als Bonus bis Mittwoch 2 Monate Mitgliedschaft in meinem Memberbereich Schwarzer Turm Aline. Der ist plenty full of information, Minikursen, ganz coole Sachen, Mindset, Verkauf etc. pp. Sehr viel Spirituelles auch und sehr viel bewusst bei mir Themen, Meditationen etc. Passt also perfekt. Und 2 Standortbestimmungen kriegst du noch dazu als dritter Bonus mit jemandem von meinem Team, ungefähr eine halbe Stunde am Anfang und am Schluss, wo du genau mit ihr anschauen kannst, was du von Ausgangslage hast und wo du hin willst, ja. Und das Allerbeste ist aber, wer bis Samstag bucht, kriegt 2000 Euro Reduktion. Also das, die 2 Monate mit diesem Full Transformation Programm für dich und deine feinstofflichen Fähigkeiten, für deine aktuelle New Dimension Leadership Fähigkeiten, kriegst du jetzt für statt 5000 für 3000 Euro 2 Monate lang. So günstig hat man noch nie mit mir arbeiten können. Es ist ein Herzensprojekt. Geistige Welt hat mir einen Schubs gegeben, hat gesagt, mach das jetzt, gerade jetzt zu Zeiten von Corona ist es so wichtig, weil so viel mehr Bewusstheit da ist. Und es macht mich sehr, sehr glücklich, das jetzt anbieten zu dürfen. Ja, hallo, Caro ist noch da, die Justina ist da. Hey, hallo, freut mich sehr. Ja, bringt doch mal eure Herzen. Und wenn jemand eine Frage hat, natürlich auch, aber auch nach dem Live postet einfach die Frage unten hin. Geht auf die Seite, schaut es euch in Ruhe an, habe auch ein kleines Video für euch vorbereitet. Und dann zögere nicht, buche einfach, lass dich hart feiern. Wie geht's dann weiter? Du buchst und kriegst sogleich den Link in die Facebook-Gruppe. Da hast du 2 Fragen, die beantwortest du bitte schön, weil wir sammeln dann alle Anfragen und am Sonntag lassen wir die Leute alle gleichzeitig rein. Ja? Ich habe am Samstag übrigens Geburtstag und darum habe ich mich entschieden, 2000 Euro Bonus zu geben bis genau dann. Und am Sonntag werden wir dann gemeinsam feiern und 2 Monate lang miteinander unterwegs sein. Ja? Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, das wäre es einfach für heute. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch, dass du Geduld hattest mit dem Livestream. Das musste jetzt irgendwie so sein, dass es über Handy streamt und nicht direkt live. Vielen Dank, dass du es dir wert bist, deine, sag mal, deine magischen Zauber, feinstofflichen Fähigkeiten jetzt zu entwickeln, noch mehr, falls du sie schon kennst, noch feiner justieren, noch präziser, noch klarere Informationen, noch mehr auch in deine freudvolle Verantwortlichkeit als Leader in der neuen Zeit zu kommen und auch noch mehr das mit deinem Geschäft zu verbinden und der Art und Weise, wie du mit deinem Kunden das Delivery machst, ja. Genau. Ja, das wär's für heute Abend. Poste doch mal unten in die Kommentare, wie du es findest, was ich heute berichtet habe. Und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du darunter hin postest, wenn du gebucht hast. Fangen wir dich natürlich ab. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns gleich drüben in den New Dimension. Ich freue mich auf dich. Tschüss!